Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge The Bard's Tale. Übrigens, ich habe mir gedacht, das Spiel ist ja nun wirklich Old Style. Es wird also, glaube ich, viele der jungen Zuschauer doch eher so irritieren als begeistern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde es vielleicht so auf maximal 5 bis 10 Folgen anlegen als angespielt. Und dann schaue ich mir das mal an, wie denn da so die Resonanz ist, und dann nehme ich es vielleicht wieder raus. Ich werde es weiterspielen und kann es euch dann nur empfehlen. Ich werde dann auch den zweiten Teil als angespielt und den dritten Teil als angespielt machen, aber ich denke nicht, dass wir es durchspielen werden. Für alle die interessiert sind, zwischendurch lasse ich euch vielleicht mal teilhaben, indem ich mal eine Runde streame und euch das zeige. Ganz streamen, also ganz über den Stream, wie ich mir überlegt hatte anfänglich, werde ich es dann auch nicht spielen. Aber für die an den weiteren Abenteuern unserer kleinen Party interessiert sind, die werde ich über den Stream dann sicherlich auf dem Laufenden halten. Und jetzt mache ich Folgendes. Wir haben ja den Ragnarok, der ja leider Gottes der einzige ist, der von unserer Party überlebt hat. Wir werden hier einfach mal die ein paar Leute so removen. Jetzt muss ich mal eben schauen, wen kann ich am leichtesten ersetzen. Ich würde mal sagen, ja, eins müssen wir noch machen. Bevor wir hier removen, müssen wir uns die mal eben anschauen. Und zwar, wir müssen natürlich wenn die schon removen, dann dürfen die nichts mitnehmen. Das können wir alles verkaufen. Ja, also ganz klar. Staff weg, Torch weg, Mandragor kann das alles nicht tragen, okay. Die Xenia, die Gauntlets weg, der Helm weg, der Tower Shield weg, Chainmail weg, Broadsword weg, Lisa, auch hier die ganzen Geschichten weg, und auch beim Alien. Den behalte ich mir erstmal vor, den möchte ich als erstes wiederbeleben, weil das bin ja ich. Den behalten wir erstmal noch. Und nun, nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt die ganzen Delete-Member, ne, vom Roaster wollten wir nicht. Okay, die sind da, wunderbar. So, remove a member, passt auf. Der geht weg. Die geht weg. Die geht weg. Und sie geht weg. Dann wollen wir jemanden adden. Wir könnten natürlich jetzt hier einen von den Toten nehmen. Lassen wir aber noch. Wir werden jetzt einfach eher von den von dem A-Team, das schon da ist, hinzufügen. So, wen haben wir den Tod? Wir haben den Alien wollte ich ja. Ne, lassen wir doch hier. Ja, doch, den lassen wir hier. Ja, doch, ja, ich weiß nicht. Ja, doch, lassen wir. Nein, Entschuldigung. Okay, also pass auf. Wir nehmen Brian the Fist, wir nehmen Sid, wir nehmen Sir Grady und wir nehmen die beiden Magier. Alien wandert auf die siebte Position, das ist okay, weil er dort keinen Schaden anrichten kann. Jetzt muss ich mir mal eben schauen hier, warte mal, N war glaube ich auch New Rank, ne? New Order, genau, Brian Fist, Paladin, Warrior, Rogue, Conjurer, Mark, ist okay, kann so bleiben. Sind die denn auch, ach Quatsch, ach Gott, Leute, wollten wir doch nicht. Gehen wir da rein. So, so, New Order. So, einmal hier. Ragnarok ganz vorne. Brian the Fist. Elsitz. Sir Grady. Ja, und dann ist eigentlich wurscht. Merlin, Omar, Alien. Hier wollte ich schauen. Haben die denn irgendwelche Klamotten? Haben die irgendwas? Tragen die was? Ah, ja, doch. Ich sehe, die sind also durchaus bewaffnet. Das ist schön, dann können wir jetzt mal eine Runde drehen und können mal gucken, wen wir so verkloppen können. Warte mal, wir gehen mal hier runter und dann haben wir, nee, wo ist denn da? Ach, das ist ja die Adventure Skills und hier haben wir was? Ach, den Shop. Und dann haben wir hier, give me blood. You scream as you face two skeletons. We are fighting bravely. We attacken. We hiden in shadow. We casten a spell. Machen wir nicht. Wir machen einfach nur
Defend und Defend und dann schauen wir mal an, was passiert. So, Sir Grady hat sich versteckt, Oma verteidigt sich, Merlin auch und jetzt schon lange. Brian, haut ihn gleich weg, ich glaub's ja nicht. Der macht 10 Schaden. Ja, leck mich am Arsch. 104 Piece of Gold, das ist doch eine schöne Sache. Bei 450 können wir, glaube ich, den Alien wiederbeleben. There's a scrap of parchment from the Edge of the Guild Handbook here. And map every square in every maze. There are magic mouses that convince there are one-of-a-kind magic items. And spell regeneration zones. Get good maps will show you the logical spots for secret doors and secret rooms too. Ja, das kennen wir ja schon. Ne? Das ist also nochmal ein Hinweis. Ihr müsst immer alles aufschreiben und machen und tun. Weil, weil sonst funktioniert das alles nicht. Müssen wir nicht. Wir haben ja die Map und... Ansonsten, wenn wir noch mit dieser automatischen Map-Funktion nicht zufrieden bin, dann werde ich Folgendes tun. Attack auch mal kommen. Cast a spell. Einmal den. Auf die Hobbits. Und kann der auch irgendwas Schönes? Nö, das macht eigentlich jetzt alles noch keinen Sinn. Mach einfach mal einen Defend, würde ich sagen. Nein! Cast Spell! Wir haben einfach nur Glück gehabt gerade. Oh. Quick Fix auf Ragnarok. Yes! Ah, hoffentlich überlebte Ragnarok. Ich bin so blind, ne? Hauwitz! Auf den Sir. Der Sir Grady sieht ja cool aus. Ach, fuck, jetzt ist der Ragnarok auch noch weg. Es ist so zum Kotzen. Mann, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich blöd, Mann. Ja, der Fluch hat jetzt, der Spruch hat jetzt verbraucht und nichts gebracht, weil Ragnarok, der ja schon tot war. So ein Scheiß. Jetzt hier, fight bravely. Attack. Wen haben wir denn jetzt? Merlin. Merlin ist auf vierter Position. Da gehört der eigentlich gar nicht hin, Leute. Dann mach Attack und du machst erstmal Defend. Yes. Ja, immerhin hauen die ab und zu schon mal daneben. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Merlin, du. Das ist gut. Haut immer schön daneben. Das ist eine feine Sache. Die halten eine Menge aus, die Hobbits. Ich hatte die schwächer in Erinnerung. Ich glaube immer noch 7. Gut, die haben jetzt natürlich alle schon mächtig Schaden genommen. Einmal angreifen. Nochmal angreifen. Auch angreifen. Und auch angreifen. Und du machst weiter Defend. Und jetzt. Der Grady hat schon mal einen weggemacht. Müssen wir darauf achten, dass wir jemanden heilen müssen. Na. Sid haut auch noch einen weg. Jetzt haben wir noch zwei. Merlin macht auch einen weg. Brian macht einen weg. Das ist doch eine schöne Sache. So will ich das sehen. Komm. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Und dann noch Defiant und los geht's. Zack. Man kann das irgendwo auch beschleunigen. War das mit Plus? Mit Plus und Minus? Ich weiß das gar nicht mehr. Warte mal. Früher, wenn man es gespielt hat, dann konnte man das Ganze beschleunigen. Also die Darstellung, damit das schneller durchgelaufen ist. Ich meine, das war mit Plus und Minus. Auf jeden Fall haben wir jetzt 552 Goldstücke bekommen, Buckler bekommen und wir können jetzt mal schauen, wo war denn jetzt nochmal der Tempel? Ja, und das ist eben ne, eine gute Map und so weiter, ne, zeigt dir natürlich im Vorfeld. Ja, ich werde meine alten Karten rausholen,
wenn wir dann mal in die Dungeons gehen, oder wenn ich dann in die Dungeons gehe, damit ich dann auch gewisse Orte direkt finde. Nö, wir rennen mal weg. Wo war das denn nochmal? Wo war denn jetzt hier nochmal ein Tempel? War hier einer? Hier unten, so, und dann hier runter und. Ich meine, guck mal, hier geht's auch rein. Da gibt es so einen Platz und auf dem Platz ist dann irgendwie auch ein Tempel, das weiß ich. Ja, sieht alles nicht so aus. Was ja gut ist an der Map, ist alles das, was wo man schon mal drin war, ist dann ausgegraut. Ja. 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 Und dann hier und dann da. Ja. Ja. Nee, danke. Ach, fuck. Angreifen, angreifen. Angreifen. Angreifen und verteidigen. Oh. Oh. Wieso macht Brian the Fist Defend? Welcome, my friends, Roscoe's Energy Emporium. Das ist auch eine schöne Sache. Exit to town. Come visit me when you have mage that require spell points restored. Okay. Warum haben die denn jetzt wieder ihre Spell Points alle? Jetzt bin ich ein wenig irritiert. Okay, da kann man noch nicht kämpfen bei der Statue. Aber wo war das denn? Oh Gott, wenn wir gleich erstmal wieder zurück müssen in die Bards, in die Adventures Guild, das wird ja. Nein, bitte nicht. Mach mich jetzt hier nicht fertig. So. Also zur nächsten Folge habe ich meine alte Liste rausgesucht und werde mich fleißig auch an den alten Karten orientieren. Denn die Map ist, ich habe mich ja vorher erkundet. Ah, guck mal, ja. Ha, Advancement. Was, wir können advancen? Ach, hör auf. Review Board. Das sind alles Orte, die muss man so, so drauf haben. Aber ich meine, hier war ganz in der Nähe. Hier ist auch. Warte mal, ist nicht hier direkt daneben? Nee. Es gibt. Ich hatte das ja schon mal gesagt. Es gibt einen. Eine Kneipe. Kannst du, warte mal, dahinter. Da kannst du auch Wein ordern und damit kommst du auf jeden Fall in ein. Ach, das ist die Adventures Guild, ne? Ach, schau an. Also hier, zack, zack, und dann darum und dann bist du hier. Oh, 20 entfernt. Guck an, da musst du dann vorrücken. Ne, wir rennen mal weg. Da kannst du dann Wein ordern und kommst in Level, habe ich gesagt. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt war. So, was war hier? Hier waren links. Ich suche immer noch so einen scheiß Tempel, ey. Gibt's doch nicht. War das hier unter? Warte mal. Hier so entlang und dann da. Ah ja, hier waren auf jeden Fall. Ich glaube, hier sind nur Tempel, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir haben 552. Wer muss denn jetzt? Der Ragnarok 450, der Alien 450. Puh. Ja, welchen machen wir denn jetzt? Den Baden oder den Warrior? Wir machen erstmal den Warrior, ja. No.
und dann müssten wir ihn auch noch mal richtig heilen. 130 haben wir, so viel haben wir nicht. Ja, das ist doch kacke. Okay. Moment. Neue Order. So, Brian, Sid, Sir Grady. Dann die beiden Magier, dann den Alien dazwischen, dann erst Ragnarok. Warum mache ich das? Das ist so ein kleiner, eine kleine Chance, die man hat. Wenn man einen verletzten Charakter hat, kann man den einfach nach unten stellen. Sobald ein Kampf losgeht, wird der nach vorne rücken. Ganz klare Kiste. Allerdings hat man die Möglichkeit, so eine Runde lang ihn auch zu heilen. Das ist also nicht so verkehrt. Na, so. Ein Short Sword ist auch sehr schön. Okay. Okay. Okay, das war blöd. Was haben wir hier? Ach, oh. Der Roscoe, okay. We are at Wonston. Autsch. Er ist alt. Ach du. Ah, oh, das ist aber auch echt. Das ist so ärgerlich am Anfang, ne? Dass also, dass die sowas machen. Ist, wie gesagt, die Gewichtung der Gegner ist nicht so wirklich gegeben, muss man sagen. Sondern die hauen gleich mit allem drauf, was es gibt. Und ja. Okay. Habe ich das jetzt langsamer gemacht? Kann das sein? 50. Naja, ist nicht viel. Jetzt müssen wir das Alter auch wieder, obwohl das ist Sid. Sid ist nicht so wild. Den will ich nicht behalten. Und schon wieder? Gut. Irgendwas passiert? Sieht nicht so aus. Ja, dann fighten wir einfach mal. Attack. Und Defend. Und Defend. Und Defend. Entschuldigt. Okay. Zack, zack. Wir gehen jetzt einfach mal hier so. Autsch. Hört man. Ja. Zwei Diebe, ja. Ja, wir greifen noch hier an. Wie gesagt, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Wir brauchen Kohle. Und der Merlin macht gar nichts. Macht Defend und fertig. No. Mir hätte das auch mal einer von euch ruhig sagen können. Der Oma macht Quick Fix auf Ragnarok. Defend und Defend. Yes. Autsch. Wow. Das hat sich gelohnt. Oh, die können schon ein bisschen mehr Aua machen. Wir rennen mal eben weg. Und machen mal eben die neue Ordnung. So, Brian the Fist nach vorne. Sid und Sir Grady dahinter, dann kommt der Ragnarok.
Oma Merlin und der Alien. Ich dachte, Ragnarok ist geheilt. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, Merlin. Nein. Ja. Ach so. Ja, eine Besonderheit. Es gibt natürlich Spells für den Kampf. Und es gibt Spells außerhalb des Kampfes. Scry Sight sagt dann zum Beispiel, wo man ist. Sabas Stealing Spell, da kann man also cause all metal near the party to glow with magical light. Damit kann man also im Dungeon Licht machen. Ja, Steel Light Spell. Und mit Quick Fix kann ich jetzt direkt sofort als allererstes mal den Ragnarok ein bisschen heilen. So. Na, also die haben sowohl Spells für unterwegs als eben auch für den Kampf. So, wo haben wir wieder die Map? Tackle die Minimap. Und los geht's. So. Hier runter. Moment. Also vier Nomaden, die möchte ich nicht unbedingt bekämpfen müssen. Da waren wir auch noch nicht drin. Dagegen kämpfen wir natürlich. 1, 2. Das war doof. No. 1, 2. Attack. Attack. Defend. Defend. Yes. Wow. 9 Schaden gleich. Das ist echt mies. Das ist echt mies, was die verschiedenen anrichten. Muss ich mal ganz klar sagen. Ich glaube, dahinter war da die Edge-Mitchell-Welt oder was war das? Was war das? Was war nochmal? Hier war Roscoe, ne? Ja, hier war der Roscoe, okay. So. Hier konnte man sich heilen. Sit heilen ist, glaube ich, richtig teuer. Auch 300. 90. Mach mal. Na, ist nicht verkehrt. So. So, was sind wir jetzt hier? Und ich habe eine Robe gefunden. Ist auch schön. Okay. Mercenaries, die sind mir noch ein bisschen zu stark. Buckler haben wir gefunden, auch gut. Ja, einen müssten wir ja eigentlich schaffen, ne? So. Na komm. 3 Schaden. Er verpasst. Kriegt 6 Schaden. Und ist weg. 53 Piece of Gold und eine Lampe für einen einzigen Mercenary. Also die sind echt, also diese Söldner sind echt stark. Jetzt muss ich mal eben mich kurz noch mal orientieren. Ja, also ich muss sagen, ich habe Scarabre gar nicht mehr so groß in Erinnerung gehabt. Für mich war Scarabre viel kleiner. Aber da staunste. Da staunste nur noch. So. Hier lang. Hier runter. Runter. So, und dann hier lang. Mm-mm.
kommen wir wieder zu den ganzen Heilern. Das ist okay. Okay. Gingst du noch mal? Was war da? There's a lot of hay, also on the ground hier. Das sind die Ställe. Ich meine, die Ställe, die führen auch noch mal in einen Dungeon. Ich würde da ja auch ganz gerne reingehen mit euch, aber im Moment haben wir einfach noch nicht die Stärke. Es macht echt keinen Sinn, da jetzt irgendwie rein zu marschieren, weil die einfach zu stark sind. Okay. Okay, fight nochmal. Brian, Alcid, Sir Grady und Ragnarok greifen an. Unsere beiden. Sehr gut. Wunderbar. 150 Piece of Gold. Das hat sich ja mal gelohnt. Und eine Scale Armor. Die lohnt sich richtig. Die bringt richtig Schutz. Schöne Sache. So, jetzt warte aber erstmal. Hier ist die Gilde, ne? Ja! So, also. Ragnarok wurde wiederbelebt und ist fit. Alien machen wir nächste Folge wieder fit. Also ich kämpfe mich so langsam ran und ich glaube, wir können wir vielleicht schon aufsteigen. Nein, noch nicht. Wir können noch nicht ganz aufsteigen. Ihr seht es hier. Das war die Folge. Ist ein bisschen Wiederholung, ich weiß. Muss aber sein. Muss aber sein. Es macht keinen Sinn, vorher in irgendeinen Dungeon zu gehen. Wir müssen an dem Samurai vorbei, an dieser Statue des Samurais. Den müssen wir besiegen. Wenn wir den besiegt haben, kommen wir auf jeden Fall in den Dungeon. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Mal schon angehen. Mal schauen. Ne? Ich sage erstmal vielen Dank bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, weil ihr auch das Spiel früher gespielt habt oder diese Version jetzt spielt und mir da irgendwas sagen möchtet, immer rein in den Kommentar. Und wenn ihr sagt, ist nicht mein Ding, okay, dann schaut halt irgendwie die anderen Sachen. Ne? Rimworld oder auch House Flipper oder es wird noch kommen. Das mache ich dann. Am Wochenende geht's los, denke ich, mit Frostpunk. Ne? Das neueste DLC. Wem es gefällt, wem Frostpunk sehr gefallen hat, das DLC ist mega geil, kann ich schon jetzt sagen. Okay, macht's gut. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss, euer Alien. Ciao.